Wir wollen beten für das Wort. Wir danken dir, Herr, dass du immer ein gutes Wort für uns hast und dass mit deinem Wort du uns an dein Ziel bringst. Amen. Ja, Lukas 5 habt ihr mitgekriegt, der Lehrtext, der Fischzug von Petrus oder der misslungene Misszug oder gerade der besondere Fischzug, der zu einem viel besseren Ergebnis kommt, als man es sich vielleicht vorher vorgestellt hat. Es begab sich aber, als die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Quatsch. Entschuldigung. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Also alle hatten Schrecken, als sie diesen Fang sah. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Als wir zum Glauben kamen, vielleicht haben wir gemerkt, die ganze Welt ist schon voll gläubiger Menschen. Aber entdeckt habe ich die erst, als ich selber so hinzukam. Und hier ist auch eine Menge Menschen, die mit Jesus hinterherlaufen, weil er von Gottes Reich erzählt, wie man ein paar Verse vorher dann auch nochmal, das Evangelium vom Reich Gottes erzählt er. Das Evangelium predigte vom Reich Gottes. Eine ganz große Menschenmenge kam hinterher. Und Jesus landet irgendwie da, wo der Arbeitsplatz des Petrus ist. Und wir kennen das auch. Und hoffentlich kennen wir das alle. Jesus ist auf deinem Arbeitsplatz. Oder an deinem Platz der Berufung. Jesus ist da. Und wir hören um uns herum das Evangelium und das Reich Gottes. Und es tut richtig gut, an einem solchen Arbeitsplatz zu sein. Also sogar für mich, der ich ja zu Hause bin. Ich mache mir auch die nötigen Medien an, um Evangelium und Reich Gottes zu hören, zu singen und so weiter. Und es ist total wunderbar. Ja, um uns herum wird das Evangelium gepredigt an dem berufenen Platz, wo wir sind. Und Jesus kommt näher an unserem berufenen Platz, die wir gläubig geworden sind und die wir das auch leben und hoffen und uns darauf verlassen, dass er an meinem Arbeitsplatz mich segnet. Und tatsächlich, Petrus erfährt eine Segnung. Manchmal gelingen unsere Arbeitstage und manchmal scheinbar nicht. Unsere Studientage, unsere Erziehung der Kinder, Freunde, kann man auch erziehen, ne? Freunde. Ja. Und es gelingt uns manchmal nicht. Oder wir wissen nicht, wie wir das rechte Wort an unseren Mitarbeiter, Freund, Freundin richten sollen oder das richtige ermutigende Wort. Jesus taucht ganz nah am Arbeitsplatz Jesu auf.
aber er fordert noch mehr. Er möchte nicht nur an deinem Arbeitsplatz sein, sondern möchte mit dir zusammen an deinem Arbeitsplatz sein. Könnt ihr den Unterschied verstehen? Er möchte nicht nur bei dir an deinem Arbeitsplatz sein, sondern möchte mit dir zusammen an deinem Arbeitsplatz sein. Und so fragt er Petrus, ob er ins Boot steigen darf. Ja, klar. Und Petrus denkt, naja, ist jetzt, da gebe ich mir noch nicht so viel mit. Klar, Jesus in meiner Nähe und sonntags in den Gottesdienst gehen. Ich bringe mich selber in Jesu Nähe. Das kann ich noch ganz gut ab. Ich kann trotzdem noch meine Netze weiter waschen. Der kann ja ruhig ein bisschen reden. Und gefällt mir ja auch. Ich höre ja gerne davon. Aber dann geht Jesus einen Schritt weiter und sagt, Petrus, ich möchte wirksam sein auf deinem Arbeitsplatz. Jetzt hast du immer meinem Arbeitsplatz zugeguckt, aber ich möchte auch auf deinem Arbeitsplatz sein. Und Petrus sagt, okay, Pastor, auf der Kanzel kannst du super predigen, aber dich jetzt bei mir in den Haushalt mit reinnehmen, habe ich jetzt nicht voll die Bocke drauf. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das so drauf hast. Jesus ist ein Zimmermann, Petrus ist ein Fischer, ein Alleinunternehmer. Aber irgendwie fühlt er sich angerührt. Wenn es nach der Chronologie von Lukas geht, hat Jesus vorher seine Schwiegermutter geheilt. Ich bin mit der Chronologie nicht einverstanden. Ich denke einfach, der hat die Geschichten einfach gepackt hintereinander. Ich glaube das nicht. Ich denke, er trifft zum ersten Mal intensiv auf Jesus, dieser Petrus. Und er wird angerührt und fährt tatsächlich mit Jesus raus und seinen Gefährten, wie es hier heißt bei Luther, und hat ein großes Wunder erlebt. Und ich bin fast sicher, jeder von euch hat ein großes oder ein kleines Wunder erlebt. Und wir erzählen da manchmal gerne von. Wir gehen also in den Gottesdienst, wir beten Gott an und leben davon, dass wir Wunder in unserem Leben erlebt haben. Und es ist wunderbar. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er möchte nicht nur deinen Arbeitsplatz und deine Arbeitstätigkeit segnen. Und Petrus ist erschrocken. Und das weiß ich nicht, ob das jeder Christ kennt. Zu mir hat mein Prediger gesagt, Dagobert, das hat er zum falschen Zeitpunkt gesagt, da war ich nämlich super charismatisch, da habe ich gedacht, er hat keine Ahnung. Aber der Prediger sagte folgende Worte, Dagobert, wenn du über deine Sünde nicht geweint hast, nehme ich dir deine Bekehrung nicht ab. Und so eine Situation finden wir hier auf einmal. Petrus ist erschrocken über Jesus. Warst du schon mal erschrocken über Jesus? Ich kenne eigentlich, da wo ich herkomme, kenne ich nur alles ich und Jesus in der Reihenfolge am besten noch. Jesus und ich und Jesus. Also ich kenne nur so einen tollen Jesus, der eigentlich für mich immer alles super Dinge macht und so. Ja, wenn ich nur richtig bete und den richtigen Glauben habe. Aber Petrus ist ganz andersrum. Auffällig ist auch, dass Petrus nie Jesus eingeladen hat, sondern Jesus immer gefragt hat, kann ich mit in dein Lebensboot? Amen.